Dankeschön! Dankeschön! Tada! Guten Abend, hallo! Dankeschön. Und ich warte das ganze Jahr, dass mich jemand so auf die Bühne trägt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön an die Tänzer, großartig. Wow. Herzlich willkommen. Mega, was für ein Auftritt. Wahnsinn, oder? Puh. Willkommen zur längsten Silvesterparty im deutschen Fernsehen ever, ever, ever. An uns kommen Sie nicht vorbei heute. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Und Riesenapplaus erstmal an mein tanzendes Tischfeuerwerk. Ich? Wirklich? Absolut. Und Sie merken, wir haben wieder alles gegeben heute Abend, auch modisch. Ich sag Ihnen, dieses Kleid hatte vorher noch einen Rollkragen. Wir feiern uns heute quer durch die Jahrzehnte, durch die heißesten Partyhits. Ich freue mich drauf. Okay, aber womit fangen wir an? Womit fängt man denn so klassischerweise an? Wahrscheinlich Disco Fox, so, oder? Hast du das drauf? Oh ja, natürlich. Ein, zwei, tap, eins, geht zwei, immer so tap, mit Tap, ein, ne? Zwei, tap, ein, zwei, wo ist der Lambi, wenn man ihn mal braucht? Also, wir haben ja uns vorbereitet auf diesen großen Abend. Und im Zeitalter von Internet braucht man ja immer alles mit Großdruckbuchstaben. Deshalb haben wir uns überlegt, wir zeigen mal genau, was wir heute Abend brauchen und was nicht. Wir brauchen ungefähr sowas. Und was wir nicht brauchen, das zeigen wir jetzt mal hier. Wir haben die ganze Nacht gebastelt. Ja? So. Also, was wir nicht brauchen, ihr Lieben, sind Muffel, Rumsteher. Geht gar nicht auf so einer Party. Kneifer und Tanzflächenvermeider, klar. Aber warte mal, das bin ich alles nicht, ne? Und ich vermute eben, das haben die Jungs gewusst, die jetzt kommen. Und bei diesem Song haben die auf jeden Fall an dich gedacht. Oh, Mareile, was machst du denn schon hier? Ich wollte es immer einmal sagen, wenigstens. Ich habe eine Wassermelone getragen, wie im Film. Endlich stimmt's. Ach, du warst das. Ja, genau, wie Jennifer Grey in Dirty Dancing. Ach, ich hatte so eine Schwäche für Patrick Swayze, du auch? Absolut, mein Baby. Ne? Und ich habe den Film bestimmt dreimal im Leben gesehen. Ich könnte, glaube ich, mitsprechen. Alle Mädels wollten ja damals sein wie Baby und so einen Typen haben, der sich so bewegen kann. Richtig. Und was ist aus mir geworden? Du hast mich? Ja, aber ansonsten tanze ich leider eher ein bisschen wie Babsi aus Limbach-Oberfrohna. Aber du hast es ja drauf, mein Patrick. Oh, danke schön. Aber wusstest du, dass Patrick Swayze ausgebildeter Balletttänzer war? Du willst mir sagen, wie du? Ich habe Musical gemacht. So ähnlich. Mhm. Also die perfekte Voraussetzung auf jeden Fall für Dirty Dancing bei heute Abend. Bei uns heißt das Party Dancing den ganzen Abend. Aber Ross drückt sich noch so ein bisschen vor der Hebefigur. Und ein bisschen kann ich es verstehen, denn geplant war, genau, wir starten gemeinsam. Und danach ist unser nächster Künstler dran, der gleich kommt. Im Sommer war er auf dem Jakobsweg. Ich bin schwerer, als du denkst. 240, und ich habe eine Wassermelone. 240 Kilometer, das hat ihn einmal mehr geerdet, hat er gesagt. Ansonsten ist es ein Reh von einem Mann. Wir freuen uns auf DJ Ötzi. Ja. So, und jetzt hier teilen. Und was machen wir mit der Melone? Wir schlachten sie. Schlachten? Toll, oder? Du musst mir erklären, was das ist. Was machst du da? Das hier ist ein Melonenmesser. Ach so. Mhm. Jede Frau hätte jetzt ein normales Messer genommen, aber bitte lassen Sie den Männern ihr Spielzeug. Sieht super aus. Wie funktioniert das? Sehr witzig. Ne? Ich wollte eigentlich Melonen immer für uns beide schneiden. Ich bin total gespannt. Das sieht super aus. Eigentlich irgendwie nicht. Das erspart auch den Klempner zu Hause, glaube ich. Guck mal, wie man sieht, es ist ziemlich leicht. Ne? Mhm, super, sieht sehr gut aus. Ich bin übrigens gedanklich immer noch bei Dirty Dancing. Du kannst da machen, was du willst. Bei Dirty Dancing. Ich glaube, du bist gedanklich bei Patrick Swayze. Bisschen vielleicht auch. Wusstest du eigentlich, dass nur die Musik des Films Preise bekommen hat damals? Allerdings dann ziemlich viele. Es gab einen Golden Globe, einen Oscar, einen Grammy, also alles, was wir auch so zu Hause haben. Wow. Aber naja, den Kritikern ist die Story bestimmt zu flach. Ich glaube, die Kritiker konnten nicht tanzen, das ist der also Grund. Schon gar keine Mambo, ne? Oh, Mambo. War ja auch mal bei uns sehr in, ne? Aber irgendwie war es dann wieder weg. Das ist ja mit vielen Tänzen so. Kannst du dich noch an Lambada erinnern? Lambada, ja. Oder Macarena? Wir zeigen jetzt die schönsten Tänze. Dann Macarena. Na los, Mareile, ich halt dich. Trau mich nicht. Wir müssen das mehr üben. Im Film haben die beiden das auch nicht sofort gekonnt. Wir üben einfach noch ein bisschen. Wir haben ja noch die ganze Nacht Zeit. Du warst super. Haben wir noch Melone? Ich komme nicht ran. Na, danke.
unsere nächsten Gäste freuen wir uns ganz besonders. Sie sind zum allerersten Mal bei uns. Alle fünf Jungs sind Rheinländer. Das heißt, das sind Männer, die sind partyerprobt. Die stehen auch noch, wenn der Rest schon liegt. Und die können wirklich feiern. Was hast du mir mitgebracht? Bitte schön, was ist denn das? Aber du wolltest doch einen halben Broiler. Das kommt dabei raus, wenn man dieses Google-Übersetzungsprogramm benutzt. Ich hatte eigentlich gesagt, ich will für die Jungs einen halben Hahn. Ach so. Das gibt es nämlich dort in der Region, wo unsere Künstler herkommen. Ist allerdings auch kein halbes Hähnchen, sondern ist ein Brötchen. Da liegt Käse drauf und eine Gewürzgurke. Ja? Sollte eigentlich auch gar nicht hierher, sondern in die Garderobe, Schatz. Aber du hast alles doch gesagt, bring's. Das hatte ich schon, aber ich hatte gesagt, nicht bring's her, sondern es ist für die bring's, so heißen die Jungs nämlich. Ach so. Wir bringen das jetzt mal weg und jetzt sind sie wirklich da, hier sind bring's. Kann ich viel das trotzdem Spaß aufessen? Na klar.